diesem Video beleuchten wir die Geschichte von Schloss, Burg und Amt Blankenstein-Gladenbach. Das Haus Mernberg war eine mittelalterliche Adelsfamilie, die sich nach der Burg Mernberg in Mernberg bei Walburg an der Lahn im Landkreis Limburg-Walburg in Hessen nannte. Die Familie verfügte im 12. und 13. Jahrhundert über ausgedehnte Besitztümer im heutigen Mittelhessen. Die Adelsfamilie starb schon recht früh aus, denn in 1328 ging ihr Besitz an das Haus Nassau-Weilburg über. Noch heute trägt der Großherzog von Luxemburg aus dieser Familie den Titel eines Herrn zu Mernberg. Im Jahr 1129 wurde Hartrat I., der Begründer des Hauses Mernberg, als Vogt des Hochstiftes Worms und Inhaber der Burg Mernberg, auch Marienberg, erstmals genannt. Im Jahr 1135 gelangte das Geschlecht in den Besitz der Reichsvogtei über die Stadt Wetzlar. Nach und nach vergrößerte sich der Besitz des Hauses Mernberg. Wahrscheinlich in 1190 entstand dann auch die Burg Blankenstein. Mitte des 13. Jahrhunderts kam es im Zuge der thüringischen hessischen Erbfolgekrieges zum Streit zwischen dem neuen Haus Hessen und dem Mernberger. Im Zuge dieser Auseinandersetzung ließ Sophie von Brabant 1248 die Burg Blankenstein einnehmen und zerstören. Erst 1265 erkannten die Mernberger die Lehnshoheit Hessens an und Hartrat V. von Mernberg wurde in die Gefolge des Landgrafen Heinrich von Hessen aufgenommen. Er erhielt die Burg Fetzberg zum Leben und musste den Landgrafen aber seine Burgen öffnen. In Sichtweite der Burg Offenhausen bei Lohra wurde dann ab 1249 die Burg Naumburg auf der Lammerich gebaut. Die Burg Naumburg auf der Lammerich war vermutlich eine Turmburg mit einem ovalen Halsgraben. Die Burg Blankenstein diente der Sicherung der Handelsstraße und zwar zum Schutz der ehemaligen bedeutenden, ca. 1 Kilometer nordöstlich verlaufenden Strata Publica, auch Köln-Leipziger Straße oder Brabander Straße genannt. Zur Sicherung dieser Straße und ihres Besitzes in Hessen ließ Sophie von Brabant die Burg Blankenstein ab 1255 wieder aufbauen. Nach und nach wurde die Burg vergrößert und später sogar zu einem Schloss. Die genaue Geschichte des Burgschlosses und späteren Amtes Blankenstein ist im Buch von Dieter Blume und Jürgen Rundsheimer im Jahr 1987 genauestens beschrieben. Das Buch ist noch erhältlich beim Heimatmuseumsverein am Blankenstein in Gladenbach. Wahrscheinlich ab 1300 wurde aus Burg Blankenstein ein landgräfliches Schloss, sozusagen der Sommersitz der hessischen Landgrafen. Das Modell im Haus des Gastes zeigt sehr schön, wie das Schloss wahrscheinlich im 1577 in Anlehnung nach einem Stich von Dillich ausgesehen hat. Das Schloss war umgeben von einem Halsgraben, Ringmauer und Zugangstor. Im vorderen Bereich der Innenhof, daran schloss sich dann die Wohnanlage der Landgrafen, die Küche und die Gesindewohnungen an. Hinzu kamen Stallungen für die Pferde sowie Vorratsräume und ein Gefängnis. Der Wasserbrunnen befand sich unterhalb am Fuße des Schlossberges.
Durch die massive Bauweise des Schlosses nutzten Gäste es zum Schutz als Zuflucht. Es wurden dort allerdings auch Gefangene gehalten. Der berühmteste Gefangene auf Schloss Blankenstein war der Kölner Erzbischof Ruprecht, der hier von 1478 bis zu seinem Tode 1480 einsaß. Die Festsetzung des Erzbischofs lenkte selbst die Aufmerksamkeit des Papstes ins Hinterland. Der nächste große Gast auf Blankenstein war Herzog Ulrich von Württemberg, geboren 8. Februar 1487 in Reichenweier, Elsass, gestorben am 6. November 1550 in Tübingen, war von 1498 bis 1519 und von 1534 bis 1550 der dritte regierende Herzog von Württemberg. Er war der erste protestantische Fürst seines Territoriums. Es fand auf Drängen Maximilian I. am 2. März 1511 die Hochzeit mit Sabina von Bayern mit für die damalige Zeit kaum vorstellbarem Pomp statt. Das Fest dauerte 14 Tage, mehr als 7000 Gäste waren geladen. Rund um das Stuttgarter Schloss wurden die Bürger kostenlos gespeist. Nach Maximilians Tod 1519 gab Ulrichs Überfall auf die Reichsstadt Reutlingen den Anstoß zu seiner Vertreibung durch Georg Drüsses vom Weilburg-Zeil im Auftrag des Schwäbischen Bundes. Ulrich wurde verbannt und Württemberg wurde durch den neuen Kaiser Karl V. dem Haus Habsburg unterstellt. Erst 1534 gelang ihm die Rückkehr mit Hilfe des hessischen Landgrafen Philipp I., der gegen den österreichischen Statthalter Pfalzgraf Philipp zu Felde zog und in der Schlacht bei Laufen siegreich war. Philipp I., genannt der Großmütige aus dem Haus Hessen, geboren 13. November 1504 in Marburg, gestorben am 31. März 1567 in Kassel, war von 1509 bis 1567 Landgraf der Landgrafschaft Hessen und einer der bedeutendsten Landesfürsten und politischen Führer im Zeitalter von Reformation und Renaissance im Heiligen Römischen Reich. Am 1. Juli 1527 gründete Landgraf Philipp die heute noch nach ihm benannte Philipps-Universität Marburg. Ebenso war er Initiator des Streitgespräches auf dem Landgrafenschloss in Marburg. Nach 1550 verlor das Schloss Blankenstein zunehmend an Bedeutung. Es verfiel regelrecht. Es gab zwar Ausbesserungsarbeiten, aber das reichte bei weitem nicht aus. Noch dicker kam es für die Gemäuer, als der Rentmeister damit begann, eine Viehhaltung zu eröffnen. Eine Urkunde berichtet, dass Rentmeister Wolf Heinzenberger eine Herde von 22 Schweinen im Schlosshof hielt. Dass ihn hin und wieder die Schweineherde in den nahegelegenen Wald ausbüchse, entgang auch der Forstverwaltung nicht und diese wollte 1592 Mastgeld vom Rentmeister haben. Im Dreißigjährigen Krieg wurde das Schloss mit zusätzlichen Befestigungen versehen, der Halsgraben vertieft und der Zugangsweg verlegt. Im Juni 1647 besetzten die Niederhessen erneut das Schloss. Nachdem Landgraf Georg mit Verbündeten November 1647 in unsere Gegend vorstieß, Marburg belagerte und Biedenkopf zur Plünderung freigab, sahen sich die Niederhessen unter Oberst Stauf gezwungen, den Blankenstein zu zerstören, was wohl am 29. November 1647 auch gründlich geschah. Das einst prächtige Jagdschloss und Sommersitz der hessischen Landgrafen war jetzt nur noch ein verkohlter Steinhaufen. Der Amtmann begann sofort nach dem Krieg 1648 mit dem Bau eines neuen Amtshauses nebst Stallungen und es ragte stattlich aus den Burgruinen hervor. Derweil der Amtmann von Blankenstein noch hoch oben auf den Schlossberg thronte, entwickelte sich unten im Marktflecken Gladenbach bereits reges Leben. Nebst dem Postamt ab 1655 hatte ab 1732 der Amtsphysikus seinen Wohnsitz in Gladenbach. Weiterhin gab es noch das Bergamt und das Forstamt. Nachdem der Amtmann die Scheune an dem früheren Schlossbrauerei abtragen lassen musste, war anscheinend der Zeitpunkt gekommen, den Amtssitz vom früheren Schloss in das Zentrum des Flecken Gladenbach zu verlegen, was dann 1770 geschah.
Das Amt Blankenstein bestand noch bis 1821, bevor es dann den Landratsbezirk Gladenbach, der bis 1832 bestand, überging. Ab 1832 entstand dann aus dem Landratsbezirk Gladenbach und dem Landratsbezirk Battenberg der neue Kreis Biedenkopf. Die Reste des ehemaligen Schlosses in Burg Blankenstein dienten für längere Zeit als Steinbruch. 1983/84 ließ der Heimatverein am Blankenstein Gladenbach die Gemäuer freilegen und sichern. Unterstützt wurde der Heimatverein von zwei ABM-Kräften und Gelder von der Deutschen Postgewerkschaft, des Landkreises Marburg-Biedenkopf und der Stadt Gladenbach. Videos gehe ich noch auf den Landratsbezirk Gladenbach ein, Forstamt, Forstmeister sowie Tourismus, Gesundheit und Fremdenverkehr. Danke fürs Anschauen.